Ganz recht herzlich begrüße ich euch zurück. Es geht weiter hier in unserem Let's Play und wir haben einen Anruf erhalten zuletzt von Coach K und der hat uns eingeladen nach Rio und wir spielen also hier gegen Australien und bekommen jetzt unser erstes Spiel. Es ist nicht ganz ersichtlich, ob es noch die Vorbereitung ist oder ob es tatsächlich schon beim Turnier ist. Das kann man jetzt hier, glaube ich, noch nicht so ganz erschließen. Es gab irgendwie so Mini-Training-Camps, die hat man aber nicht gespielt, sondern es hieß nur, man hat sich gut geschlagen und wird wohl einige Minuten bekommen. Die neue Statistik, die wir sehen da oben, Fans und Trikotverkäufe, auch das ist natürlich noch gerade neu. Das erste Mal, dass wir das sehen. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen in die Partie rein. Darauf habt ihr gewartet, das wolltet ihr sehen. Also, gehen wir rein in die Partie. Ich hoffe mal, wir kriegen einige Minuten, machen weiter und schauen mal. Australien führt deutlich. Australien führt deutlich. Dellavedova ist natürlich da. Und da ist der erste Dank und so kann man mal anfangen. Eieiei. Matthew Dellavedova, der Cavs Point Guards. Also das ist schon vorher passiert. Anthony Davis war da, genau, das stimmt. Anthony Davis war damals auch schnell nominiert, ohne dass er, glaube ich, schon gepickt worden ist. Also wird darauf eingegangen, dass das nichts Besonderes sei, dass das schon passiert ist. Anthony Carmelo, nicht gut. Bisschen sloppy. Aaron Baines is powerfully built. Dellavedova verliert den Ball, kriegt ihn zurück, retaliates das zweite Mal. Dreier und der ist gut von Dante Exum. Interessantes Team natürlich, das die Australier hier haben. Hier haben wir gerade gesehen, schönes Penetration Game. So jetzt der nächste Dank. Oh, feiern. Da konnten wir mit rechten Stick feiern. Habe ich auch noch nicht gemacht. Cool. Habe ich leider verpasst, glaube ich. Also wieder ein neues Feature. Ganze Exum. Heftige Defense an ihm dran. Baines, das ist nicht sein Wurf. Dante Exum, das ist auch nicht sein Wurf. Also kriegen wir den Ball. Carmelo Anthony macht Stress. Wieder Platz, wieder der Dank. Matthew Dellavedova ist nicht gut in der Verteidigung. Und hier haben wir gerade gefeiert mit dem Wischer, dass wir ihn killen, so nach dem Motto. Und das waren drei schöne Dunks in einem Spiel. Australia leads by 5. Stay with us as we get set to bring you the second quarter. Und haben das Team zumindest wieder rangebracht, auch wenn es nicht gereicht hat, um Australien in die Schranken zu weisen bisher. Australien sehr gut, führt wieder und immer noch mit 6 Punkten und hat sogar den Ball. Oh, fuck. Nicht gut, Glück gehabt. Clay Thompson gibt uns den Ball, wir versuchen uns Platz zu machen. Carmelo könnte versuchen zu werfen, das ist eigentlich sein Wurf. Thompson, Clay, nicht gut. Ja, das sind natürlich die Dinger, die musst du dann irgendwann machen. Und der Screen-Versuch sind vorbei. Relativ überschaubar. Dellavedova, Baines, nicht gut. Gegenseite. Thompson gibt uns den Ball. Anthony. Carmelo macht ihn nicht. Aber da ist Green. Und der macht ihn rein. Draymond. Der Power Forward
von den Golden State Warriors mit Kevin Durant mit Sicherheit jetzt eine sehr schöne Ergänzung bekommen. Barnes dafür weg, aber die Frage wird sein, wer wird mehr benötigt? Und dann glaube ich, da sind wir das alter Falter. Wir sind da, gute Wurf-Defense und er macht ihn rein. Dalla Dover. Versuche ich einigermaßen auszusprechen. Nicht so einfach. Wieder Draymond. Der Assist passt. Da sind ein paar schöne Dinger dabei, was wir hier machen. Das sieht schon sehr gut aus. Und da ist der Stil tatsächlich gewesen, aber den haben wir dann nicht aufsammeln können. Und den macht er nicht. Den Rebound zählt, glaube ich, oder Rebound zählt, glaube ich, nicht mehr. Erste Hälfte und wir sind zwar okay, spielen gut, glaube ich, aber wenn wir gerade sehen, Inglis mit 16 Punkten, Wahnsinn, der Dreier-Schütze. Und Australien führt wieder deutlich. Wahnsinn, ehrlich. Ziehen ihn hier mit in die Zone. Anderson auch wieder gut. Also, wir werden hier ganz schön vorgeführt. Das ist natürlich jetzt eher nicht so realistisch. Beziehungsweise, das war in der Vorbereitung von Team USA ein bisschen anders. Wir machen hier den vierten Korberfolg hintereinander. Also, die Awards scheint es doch immer noch zu geben. Baines Foul und das achte Teamfoul schon. Das zeigt uns auch, dass wir hier sehr aggressiv sind und Australien führt hier sehr locker. Das war meine DeMar DeRozan, der hier trifft. Da hat er sich die Punkte genommen. Ja, das ist das Problem jetzt, weil wir im Bonus sind, beziehungsweise Australien im Bonus ist. Ist natürlich jedes Foul leider gleich mit Freiwürfen bestraft. Their passing ability. Everyone at every position has a great sense of how to move the ball around. Yeah, when you have guys like Bogut, Ingles, who all have size and can keep the ball moving around when it's not in the hands of a guard, I mean, that's a fun, enjoyable style. Den Stepback braucht er gar nicht, aber der Pass war gut. Assist passt. Zweiter im Spiel. Stehlen werden wir jetzt mal unterlassen. Zwar ein schönes Mittel, aber es scheint ja doch einige Probleme damit zu geben. Wenn hier der Gegner im Bonus ist, das war eng gedeckt und was war da? Erzwungener Turnover. Ich glaube, das war ein Illegal Screen. Ich habe es nicht genau gesehen, woran es jetzt lag. 55 seconds left here in the third quarter. Matthews, klar. Outside, George. Ich will hier raus. Butler in the corner. Four on the shot clock. Butler muss ihn jetzt probieren. Oh, der ist gut. Butler und wir sind wieder in Schlagweite. 10 Punkte. Never in a hurry. Now here is Dellavedova. He's covered closely. Exum with a wide open. Dann zu Exum for three, nicht gut. Gegenseite nochmal die Chance auf Single Digits zu kommen. Butler dishes to Prez. Green with a screen for Prez. Oh, den muss er machen. Eieiei, George. Schade, schade. Da war mehr drin. Der Pass war eigentlich gut gesetzt. Im richtigen Moment. George genau der Richtige. Frei und dann leider
nicht drin. Wir sind im Bonus. 10 Vorsprung für Australien, die hier konstant wirklich die ganze Zeit führen. Das war gut. Kevin Durant, nicht gut, Draymond. So, hats off to them. Congratulations for a job well done. Tries again. Clay, der ist gut. Assist. 1:14 noch für 8 Punkte. Das wird sehr schwierig. We've got 1:13 left to play in the final quarter. Now here is Dellavedova. He's guarded closely. Gegenseite. Green. Sieht Thompson for 3. Der ist gut. 5 Punkte. Wir haben ja sehr gute Dreierschützen drin. So ist es ja nicht. Boah, ist das Wahnsinn. Das war wahnsinnig stark. And really, I like the fact that even with the big lead, they never coasted. To me, that's a sign of a really good team, Greg. Because Carmelo, auch gut für 3. 4 Abstand. Ich habe keine Ahnung, wie man automatisch foult. Alter, das kotzt mich an. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier automatisch foult. Werfen, Dribbling, Passen, Defense, Flop, nein, Fast Shuffle, nein, Post Offense, nein, Offball Defense, Offense, das bringt mir nichts. Hier, festhalten, was ist damit? Ah, okay, das will ich nicht, ich würde gern... Stuhl wegziehen, das ist auch eine geile Sache. Erweiterte Offense, fortgeschrittene Verteidigung, absichtliches Foul, da, okay, wiederholt drücken, Herrgott. Bisschen zu spät schon wieder, aber naja, was soll ich machen, ich wusste es nicht. Jedes Jahr was anderes. 6 Punkte, das wird hart. Also 2 Dreier dazwischen darf Australien eigentlich nicht treffen. Ja, dafür sind Helden gemacht, oder? Oh, warum kriegt den Jordan nicht? Naja, also das werden wir nicht mehr schaffen, aber das war irgendwie schon das ganze Spiel über nicht so richtig zu schaffen, denn Australien zu stark das ganze Spiel über. Wir haben aber trotzdem eine gute Performance gezeigt. Durant, the pass to Prez. Back to Durant. Takes the 3. Pins the 3. And just great distribution. Kriegen wir nochmal den Assist, aber auch da, wie gesagt. Drückt so oft auf diesen blöden Foul-Knopf, aber irgendwie kriege ich es trotzdem nicht hin zu faulen. Auch nicht schlecht, ey. But they'd have a tough time coming back from this deficit, no matter who. Nee, also das ist nicht mehr zu schaffen. Ich lege mich fest. That officially put this game out of reach. So it's Australia picking up the win. Aber wir haben trotzdem gut gespielt. Ich bin sehr zufrieden. Erster Auftritt. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein, auch wenn wir verloren haben. Kann man sich nicht beschweren, dass wir hier nicht das Richtige gezeigt hätten. Also ich denke mal, gerade diese ersten 3 Dunks direkt am Anfang. Drafttag. Lottery, 1:14, also interessant. Philadelphia bis zu den Bulls. Keine Überraschung.
Philadelphia-Fans sich sehr gefreut. Logischerweise der Mann der Zukunft. Damit war zu rechnen, Brandon Ingram, also Lottery, ich denke mal, wir werden irgendwo so an 10 vielleicht dahinter gepickt. Nicht wundern, wenn wir jetzt hier nicht auf den ersten 5 Plätzen landen. Das haben wir, glaube ich, auch nicht geschafft, jetzt hier mit unserer Leistung das Ganze so weit nach oben zu pushen. In den letzten Jahren war es auch so, dass man den Draft sowieso nicht durcheinander bringen konnte. Also das heißt, die Teams verfügten trotzdem über die Spieler, die sie normalerweise gepickt hätten. Und quasi dann als Ergänzung der Spieler, auch selbst wenn man als Erster gepickt worden ist. Das heißt, hätte jetzt Philadelphia uns gepickt, dann wäre trotzdem Ben Simmons zu den Philadelphia 76ern gekommen. Also zumindest mein Stand aus dem letzten Teil. Das heißt ja nicht, dass es in diesem Teil wieder so sein muss. Chris Dunn. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil, wie gesagt, das wäre so ein Verein gewesen, ein Team gewesen, das uns hätte verpflichten können. Aber wir sehen schon, das ist hier alles noch sehr nach Drehbuch. Also so wie man es kennt aus dem echten Draft. Langsam wird es interessant. Jakob Plötel oder Pötel, Pöltel. Oh, habe ich es echt richtig gemacht? Oh, zu den Bucks. Interessantes Team statt Thornmaker. Werden wir also an 10 gepickt. Thornmaker ja der 10th Pick des diesjährigen Drafts. Und wir werden also gepickt stattdessen. Interessant. Mit Antetokounmpo, Jason Kidd als Trainer, interessante Auswahl des Teams und ich glaube viel Potenzial. Da ist Thornmaker, seht ihr, also der ist trotzdem gepickt. Welcome to the NBA, gentlemen. Can't believe we made it, man. Yup. Alright, so practice tomorrow morning at 6 a.m. I'm just joking. Enjoy the off season. But get ready to hit it hard in the fall. Hier, das ist der Schauspieler. Yo, Prez, we got a jet. Okay. Things to do. Who's this, you guys? Oh, that's my agent. Just talking to some shoe companies. Already? Yep. Good stuff, man. Thanks. Crushed it. I appreciate it. When you're hot, you're hot, right? We'll hit the gym. All right. Ja, das ist hier dieser Schauspieler, den wir am Anfang gesehen haben, der mit Kobe Bryant gemeinsam dort ein bisschen was erzählt hat. Alright, so this is our trainer and your trainer, Xavier Cross. Mr. Cross, it's nice to meet you. Can't wait to work with you. Xavier really is the best, and it's his job to make sure that you're healthy through the whole season, so cool. Do not be shy about reaching out to him. 100%. Anything doesn't feel right or you feel off, just call me. Don't be a tough guy about these things. Even if I'm sick, have the flu, something anything, like that? Anything. How do you think Michael Jordan got through his flu game? The trainers were right there. Yeah, see, we got everything covered. So all you need to worry about is putting the ball in the hoop. Well, that's what I do. All right, good. All right, we got more stuff to check out. All right, see you soon. I'm going to be back because I've got this, you know the tweak thing I did to my neck? Yeah, it's chronic. We'll take care of that. It's chronic. That sounds good. All right, let's go. It's fine. Medical term. It'll be fine. See you, coach. Also, das auch neu. Wir werden hier gerade vorgestellt. Anybody wants a piece? Guess the crown is heavy. Anyway, appreciate it, guys. I'll see you soon. Woo! Didn't know I was signing up for an entourage when I got drafted. I mean, it's annoying, right? I mean, I wouldn't know, Mr. President. All right, see you around next. All right, buddy. I mean, I can't shake these reporters. Don't worry about that.
Keep an eye on your teammates. Those are the guys that'll hold you up. Hope so. I know so. All right, man. Ja, da sieht man schon so erste Gräben, weil man hier als Superstar so ein bisschen gehandelt wird. Oh, there he is. There he is. What's up, man? What's up, man? Denver, I just got picked up. Denver, oh, what's up? I heard you were coming through. Nice to meet you, man. Nice to meet you, man. Everybody knows you, man. Prez, President. Prez, yeah. Even you know the nickname, huh? It's a catchy name. I guess so. So, where you from? Seattle. Denver from, yes, from Seattle. Seattle. Good one. Like, everyone has said that one already. Okay, so first time I met you. That's what you. What system you play on? What system? Mm-hmm. Any system you want to get beat on. That's the system I play on. Okay, Prez. Listen, bro. This right here, this is you right now. I can see it. This is all you. But 2K, any system, that's Denver. Okay, das ist ganz cool. Überglücklich zu den Bucks zu gehören. Denver 11s. Sau cool, dass Prez jetzt zu den Bucks spielt. Das ist wieder eine geile Saison. Bucks. Prez wird uns ins gelobte Land führen. Wenig überzeugend, also keinen Gefallen getan. Er war ganz offensichtlich überfordert davon, spielen zu Welt zusammen, spielen mit dem Wachsenden spielen sehen und denke, er hat sich gut behauptet. Jetzt fehlt nur noch der Draft, er hat eine Chance. So schnell bin ich nicht. Ihr könnt ja mal auf Pause drücken und euch das durchlesen. Aber das ist doch ein bisschen sehr schnell. So, und das scheint unsere neue Halle zu sein. Interessant, okay. Ja, legen wir mal die Tasche hin, also. Da haben wir also jetzt unseren Court. Das sieht doch schon mehr nach Trainingshalle aus. Gucken wir mal, ob wir den Ball hier direkt aufnehmen können. Tatsächlich geht das. Also, wir sehen jetzt hier, dass wir also die Möglichkeit haben, hier außerdem, sehe ich gerade oben, eine entsprechende Leiste zu füllen, was auch immer das heißen mag. Schauen wir mal. Doing work. Also ist wahrscheinlich gewollt, dass wir hier auch so ein bisschen Gas geben. Wer weiß, was dabei rauskommt. Bis die jetzt aber gefüllt ist, das wird wohl noch ein Stück dauern. Das ist ein sehr tiefer Dreier, der fällt nicht. Bam. Ja, jetzt kann ich ja theoretisch auch die ganze Zeit hier wie so ein Ochse Korbleger machen. Was ist denn der Sinn dahinter? Gucken wir mal. Aber wie gesagt, das werde ich jetzt nicht ausreizen bis zum Schluss, weil ich glaube, das dauert einfach zu lange. Wir haben drei Nachrichten, da gucken wir mal drauf. Okay, das ist anders gemacht. Liga-Neuigkeiten und so weiter. Nachrichten, wir gucken mal. Denver, hey Prez, hier ist Denver. Sup, Denver. Wollte nur mal checken, ob du eine Runde spielen willst. Lädst du mich jetzt ein, oder was? Betrachte dich als eingeladen. Klasse, ich bin gleich da, bin ganz in der Nähe. Haben wir das schon mal? Coach K, hey, was geht ab, Coach? Ich wollte dir gratulieren, dass du als 10. von den Bucks gedraftet wurdest. Ich weiß, du hast für Oklahoma gespielt, aber in der kurzen Zeit bei uns im Team USA hast du mich sehr beeindruckt. Wow, Coach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die ganzen Emojis hätte ich auch schicken können. Sag nichts, die Freude war ganz auf meiner Seite. Das hatte schon geniale Züge, wie du als Point Guard zum Korb gehst und punktest. Meine Güte, du hast sogar einige der besten Qualitäten, die ich in Kyrie Irving gesehen habe, als ich sein Trainer war. Und wenn du hart arbeitest, ist dein Potenzial noch deutlich größer. Das bedeutet mir sehr viel aus deinem Mund. Okay, ich habe dir genug Zeit schon, Prez. Viel Glück noch in dieser Saison. Danke, Coach. Haben wir das auch beendet. So, und dann haben wir noch Coach Brubaker. Prez, Coach Brubaker, bist du da? Oh, hey, Coach. Hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich da bin, wenn du etwas brauchst. Danke, Coach. Und denk daran, auch wenn kein Teamtraining angesetzt ist, die Trainingshalle ist immer offen, morgens, mittags, abends. Klar, Coach. Press, du wirst nicht besser werden, wenn du dich nicht reinhängst und trainierst. Mein Gott. Und das geht nur, wenn man so oft wie möglich in der Trainingshalle ist. Alles klar, Coach. Boah, wie nervig. Wie schon gesagt, morgens, mittags, abends.
Lass mich raten, dich? Jetzt kommt bestimmt nein, dich? Haha, nein. Come on. Beende es, Coach. Naja, manchmal vielleicht. Aber worauf ich hinaus will, geh so oft wie möglich in die Halle. Meine Herren! Du wirst dich wundern, wie schnell das deinen Unterschied ausmacht. Ja, okay, ciao, jetzt reicht's. Hatte. Danke, Press, wir sehen uns beim Training. Oh. So. Meine Herren, also wirklich nervig, Social Media. So, da können wir ein bisschen was sehen. Also hier sieht's ganz cool aus. Jetzt können wir die Tweets nochmal durchlesen, die wir vorhin gesehen haben. Liga-Neuigkeiten, neuer Mock-Draft ist da und so weiter. So, da können wir auch was speichern. Also so sieht es jetzt hier erstmal aus. Wir haben gesehen, dieses Doing Work wäre eine Möglichkeit gewesen, etwas zu tun. Wir gehen mal ganz kurz ins Menü und schauen uns das mal an. Wir können jetzt hier mit Freunden spielen. Das ist halt alles normal. Das kennen wir alles schon. Meine Karriere, da gibt es meine Spielzeit-Auszeichnungen in Hall of Fame. Da gucken wir mal die Werbeverträge. Du hast momentan keine. Ich denke mal, das kommt dann noch. Wir können jetzt gleich hier mit dem Kollegen spielen. Auszeichnungen, Hall of Fame und so weiter. Ja, und ich würde sagen, dass wir das jetzt noch eben machen und dann das nächste Mal weitermachen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier noch mit dem Dreier werfen. Weil wir einen Score von 5 haben. Wir haben noch 12 Versuche. Ja, da war es ein tiefer Dreier leider sogar, weil ich den ein bisschen verdattelt habe. Trotzdem drin. Er macht einfach alle. Ah, den mache ich natürlich wieder nicht. Ja, hol dir bloß nicht den Ball, du faule Sau. Glaub's wohl. Er macht wirklich jeden rein. Das ist der absolute Wahnsinn. Ah, der ist gut. Also es ist wirklich so, dass man hier so eine Leiste auffüllen kann. Ich bin natürlich gespannt, würde die vielleicht sogar zum nächsten Mal aufladen, um dann zu gucken, was dabei rauskommt und mit euch das Ergebnis mehr angucken. Vielleicht dann noch so 2-3 Würfe offen lassen, wo man die, wenn man die Leiste dann fast gefüllt hat, weil sonst ist es ja zu viel Aufwand jetzt hier. Ja komm, wirf. Ich sollte vielleicht auch mal in die auf die Seite gehen, ne? Weil das ist ja hier ein bisschen kürzer. Schaut mal. Geht doch. Ergebnis Gold. Also, da haben wir als Team also Gold geholt. Fleißig Bonus in Gold wird gewährt. So, und da sehen wir, dass das ein ganzes Stück an der Leiste getan hat. So, und jetzt ist ja die Frage, was passiert jetzt hier? Kommt da noch irgendwas? Die Frage, ob der jetzt bleibt, ob wir hier noch was machen können mit ihm. Aber so wie es aussieht, ist es erstmal nichts, was jetzt hier noch von Interesse ist. Also, Dreier geworfen, kleine Übung mit dem Kollegen hier gemeinsam gemacht. Ich werde zum nächsten Mal gucken, dass ich hier die Leiste dann fülle und wir dann gemeinsam mal gucken, wie es weitergeht. Das Ambiente ist ganz cool, wenn man sich das hier mal anguckt. Es hat so ein bisschen, oder es hat Flair, würde ich sagen. Möchtest du an einem Mitteldistanzspiel arbeiten? Ja. Also tatsächlich gibt es hier noch was. Okay. Also Mitteldistanz. Dann schauen wir mal. Der ist schon mal gut.
fällt hoffentlich. Tut er. Der fällt auch. Ah. Oh, Glück gehabt. Und der sieht auch gut aus. Ja, nicht mehr viel, was uns fehlt. Wenn er jetzt mal hier weitermachen würde. Das geht von unserer Zeit weg. Der nächste. Einen noch, dann hätten wir den Drill gewonnen. Gib halt den Ball ab! Glaub ich's denn? Weil die Bratwurst so langsam ist und einen total aus dem Rhythmus bringt. So. JJ, Jifias. Come on. Bam. Ein noch. Tu es. Ja, Mann. Bronze. Das lag dann wahrscheinlich an der Zeit. Aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn der so wahnsinnig lahmarschig ist. Doing work. So, da haben wir jetzt was freigeschaltet. Wie gesagt, jetzt ist die Leiste voll. Also können wir das auch ad acta legen. Das sollte doch jetzt gereicht haben, um die Leiste zu füllen. Also ich kann jetzt hier, glaube ich, nichts mehr tun. Ist die Frage, was sich daran jetzt geändert hat oder was das ändert. So richtig zu sehen ist es nicht. Hier gibt es halt die upgradefähigen Möglichkeiten, aber da hat sich jetzt auch nichts erhöht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, bevor er mich jetzt hier noch irgendwas fragt, was denn? Nein, ich will jetzt nicht mehr meine Dreier turnieren, jetzt ist Feierabend. Würde ich sagen, wir stoppen jetzt hier wirklich und ich würde einfach vorschlagen, dass wir das nächste Mal weitermachen. Die Leiste ist voll, so richtig bewirkt hat es nichts. Naja, vielleicht wird das noch deutlich. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kentrigo HD.